jetzt kommst du dann Video. In diesem Video lerne ich in 24 Stunden Klavier. Ich habe schon mal ein Video gemacht, in dem ich in 24 Stunden Ukulele gelernt habe, nicht gelernt. Da hinten kann man vielleicht sehen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Da. Und hier habe ich mir gedacht, ich kann einfach mal Klavier lernen, weil Klavier ist auch cool. Das Problem ist nur, ich habe kein Klavier. Ich habe mir auch Apps runtergeladen und zwar krasse Apps, aber das kostet alles Geld, deswegen kann man nur so ein bisschen was von machen. Und sonst lerne ich einfach irgendeinen Song, guck mir dann das Video an auf YouTube dazu, wie man das spielt sozusagen und dann lerne ich das. Ja, mal gucken, wie es 7 Tage später aussieht. Also das macht irgendwie schon Spaß. Ich muss ja mal sagen, das ist richtig krass. Aber ich denke mal irgendwie so, linke Hand ist einfach, du musst halt den Song einfach üben, dann kannst du es theoretisch eigentlich schon. Aber bei den schwereren Songs länger, bei den einfachen kurzer, ne? Ist ja klar irgendwie. Nein, doch. Linke Hand kann ich ja nicht machen, weil ich hier keinen Platz. Also gleichzeitig jedenfalls nicht, kann linke Hand auch trainieren, aber ich weiß nicht, ob das bringt eigentlich gar nicht so viel, weil ich kann ja dann, das bringt schon was für, wenn ich mir denke, ich kann bald mal auf einem größeren spielen. Aber so kann ich sowieso nur eine Hand spielen, gleichzeitig bringt dann die rechte Hand mehr als linke Hand. Aber naja. Du bist aber 7 Tage später, ich habe krass gelernt, richtig krass. Okay, hier ist es. Ich habe jetzt ein bisschen was gelernt, ein bisschen was vergessen. Mal gucken, was ich noch im Kopf habe. Ich werde nachher mit Weihnachtsmusik. Jingle Bells Rock, weil das eines der ersten Mal, die ich dann angefangen habe hiermit. Ja, dann kam irgendwas. Mehr weiß ich nicht mehr. So. Jingle Bells. Fuck. Aber was ich sagen will, fang einfach mal an Klavier zu lernen oder ein anderes Instrument. Bisschen Zeit, Grundlage kriegt man hin, dann ist das cool. Oder muss auch kein Instrument sein, aber was anderes. Lern einfach irgendwas. Das ist meine Botschaft in dem Video, ja? Okay, gut. Oh, tut mir leid. Das war irgendwie Auto-Control, scheiße, was? Wollt's was? Nee, okay. Ich habe natürlich hier das Problem, dass ich keine zwei Hände spielen kann, die ganze Sache, weil es ja die ganze Scheiße als ein bisschen mehr Oktaven braucht. Ich habe ja hier nur, ja, zwei drauf sozusagen. Und hier gibt's sogar einen Guide. Kann man lernen, wie das geht. Pink Panther. Rote Panther. Buzz. Ne? Genau. Genau, genau. Hier, das, wer kennt das? Warte mal, was es ist für ein Movie-Theme, Thema. Mehr kann ich nicht mehr. Das ist Halloween. Also für Halloween. Das ist nicht Halloween, das ist für Halloween das Lied. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Zeig ich ein bisschen das Ding. Ich glaube, das war's ziemlich. Moment, oh, in der App habe ich sozusagen diese Grundlagen gelernt, eigentlich nur. Also nicht wirklich so ein Stück. Aber man hat auch schon so gespielt, aber das ist nicht so, dass man es gelernt hat, sondern man hat einfach so die Grundlagen gelernt dabei. Und auch ein Musikstück, Zeug. Aber ich weiß nicht mehr, dass das ein C ist, dass ein D ist und so weiter halt, ne? Aber ich kann theoretisch, kann ich glaube ich, hier Dings. Das Ende war fast richtig, glaube ich. Aber der Rest war. Das war richtig. Ich kann doch hier den Ton ändern. Moment. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Und ich habe auch noch das hier. Das ist ziemlich krass. Für eine Woche ist es ja gar nicht so scheiße. Also wie gesagt, die Botschaft für das Video ist, du bist scheiße. Nein, war das falsch. Moment. Ist egal.
verkackt. Und das war das Video. Wenn dir gefallen hat, kannst du gerne kostenlos abonnieren und das andere Video gucken, was dir noch angebleibt wird. Das sind nicht Comedy Vlogs, das sind lustige und das sind Vlogs. Habe ich gerade so schnell gesprochen, dass man mich nicht verstehen konnte? Nice. Tschüss. Fuck, was laut.